Hallo, mein Name ist Dachs Andrea und ich arbeite schon seit vielen, vielen Jahren im Intensivbereich. Derzeit arbeite ich an den Salzburger Landeskliniken auf einer medizinischen Intensivstation und wir betreuen auch Covid-Patienten. Intensivpflegepersonen müssen recht flexibel sein, weil einfach der Arbeitsaufwand sich gerade in den letzten Jahren vermehrt hat. Gerätschaften und Techniken nehmen zu, aber all das ermöglicht uns auch, dass schwerkranke Menschen überleben können. Ich mache mir das erste Mal Sorgen in meiner beruflichen Laufbahn, ob Österreich im Intensivbereich die Situation stemmen kann. Ich spreche hier nicht über die Anstrengung, die es bringt, mit einer Schutzkleidung schwerkranke Patienten, und das sind Covid-Patienten, zu betreuen. Es ist einfach unsere Aufgabe und es ist für uns selbstverständlich, klar. Denn wenn wir es nicht machen, wer dann? Und das ist die Frage, wer dann, wenn wir nicht genügend Intensivpersonal haben? Diese Menschen, diese Schwerkranken, haben nur eine Chance zu überleben, wenn es genügend ausgebildetes Intensivpersonal gibt. Wenn die Zahlen aber weiter so steigen, werden wir nicht genügend Intensivpersonal haben. Darum halten Sie sich an die Maßnahmen. Halten Sie den Abstand von mindestens 1,5 Meter ein. Tragen Sie die Nasen-Mund-Maske. Schränken Sie Ihre sozialen Kontakte ein. Nur dann schaffen wir es, diese Infektionszahlen wieder zu reduzieren. Und nur dann habe ich keine Sorge mehr, dass wir diese Situation in den Griff bekommen. Ich wünsche allen Pflegepersonen, dass sie gesund bleiben. Es sind schon sehr viele erkrankt. Und ich wünsche, dass wir die Situation gut gemeinsam meistern. Und ich wünsche Ihnen, dass auch Sie gesund bleiben und achten Sie auf sich.